Nun, wir haben die erste Seite fertig. Jetzt kann es eigentlich nur noch schlimmer werden. Spiel Nummer 19. Mion oder Mion? Weiß eigentlich jemand, wie man das Spiel ausspricht? Nun, viele, die sich mit Action 52 beschäftigt haben, wissen nicht, wie man Mion spielt. Was verständlich ist, weil die meisten Action 52 ohne Anleitung spielen. Doch, selbst wenn man sich die Anleitung anschaut, gibt es nur eine recht schwache Erklärung. Also werde ich mir die Zeit nehmen, um das Spiel zu erklären. In diesem Spiel bist du die Spielfigur A52. Wofür wohl das wohl stehen mag? In der Umgebung sind Fallen versteckt und diese zeigen sich für ein paar Sekunden auf dem Spielfeld. Und du musst versuchen, diese auszuweichen, währenddessen du nach oben gehst. Das Dümmste, was du hier machen kannst, ist, dich mit vollem Tempo nach oben zu bewegen. Das wird nur dafür sorgen, dass du sehr schnell stirbst. Du kannst aber auch nicht lange stehen bleiben, weil du sonst ebenfalls stirbst. So, die einzige Möglichkeit, sicher nach oben zu kommen, ist, sich mit langsamen Schritten nach oben zu bewegen. Von all den Spielen in diesem Modul ist dies eines der wenigen, die, sagen wir jetzt mal, funktionieren. Versteht mich bitte nicht falsch, das Spiel ist absolut langweilig und ich könnte mir meine Zeit besser vorstellen. Doch. Es funktioniert. Es ist spielbar, die Aufgabe ist klar, sobald du es verstanden hast. Es hat keinerlei gemeine oder übertrieben schwere Momente und die Programmierung stellt dir keine 50 Beine. Aber ebenfalls muss es sein, dass dieses Spiel am wenigsten den Action-Teil von Action 52 erfüllt. Jedenfalls, das Spiel hat 4 Level und wie die meisten Spiele hier sendet es sich zurück zum ersten Level, nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Spiel Nummer 20. Space Dreams. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich schon eine Garantie, dass es ein Space Shooter ist, wenn der Name Space drin ist. Andere würden wahrscheinlich sagen, dass dies eines der seltsamsten Spiele ist, die er je gezockt hat. Doch für meinen Teil, der schon absolut bizarre Spiele gespielt hat, betrachtet dies hier eigentlich schon als normal. Und wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, hat es dieselben Probleme wie die anderen Space Shooter. So, ab diesem Punkt werde ich es nur noch nebenher erwähnen. Anders als die anderen Spiele, die so zwischen 3 bis 8 Level haben, besitzt dieses Spiel 12 Level. Und ab dem Punkt, wo du das 12. Level erreicht hast, kommen die Gegner so schnell runter, dass du nur eine Sekunde hast, darauf zu reagieren. Ebenso sind es noch nicht einmal unterschiedliche Level. Dasselbe Level wird dir 12 Mal ohne Unterschiede präsentiert. Yeah, mir ist bewusst, dass die ganzen Space Shooter nur Lückenfüller sind. But come on! Ihr versucht doch nicht immer das zu verstecken. Jedenfalls, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, wirst du zum ersten Level zurückgeschickt. Spiel Nummer 21. Streamers. In diesem Spiel bist du ein Hund in ein Clownskostüm, der eine Art Faden schießt, um damit auf höher gelegene Plattformen zu gelangen. In diesem Spiel bist du nicht in der Lage zu springen oder dich zu verteidigen. Deswegen ist der Faden deine einzige Möglichkeit, Gegner auszuweichen. Und es wird sogar noch wunderschöner, weil oftmals erscheinen die Gegner auf recht kleine Plattformen und du kommst einfach nicht dadurch, ohne dabei Schaden zu nehmen. Ebenso liegt hier überall Geld und andere Gegenstände herum. Und wie in den traditionellen alten Spielen, tötet dich das Geld, wenn du es berührst. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Geld tötet dich in diesem Spiel. Aber naja, ich sterbe auch jedes Mal, wenn ich in meine Brieftasche greife und mein Geld rausholen will. Die Hintergrundgrafik ist recht seltsam. Hier werden wirklich skurrile Farbkombinationen gewählt, die einen direkt ins Auge stechen. Und ich frage mich ernsthaft, warum es so entwickelt wurde. Doch das größte Problem in diesem Spiel ist es, zur nächsten Plattform zu kommen. Okay, zugegeben, in den Hauptteil des Spiels hast du kein Problem damit, zur nächsten Plattform zu kommen, da die Plattformen lang genug sind. Doch in manchen Stellen sind die Plattformen so klein, dass du nur sehr wenig Freiraum hast, um dich darauf zu bewegen. Diese Stelle hier ist ein sehr gutes Beispiel. Du bist nur in der Lage, das Seil diagonal zu schießen und kannst es auf keiner Weise kontrollieren. Deswegen musst du dich in der richtigen Position befinden, bevor du mit dem Seil an die nächste Plattform rankommst. Ihr habt keine Ahnung, wie unnötig schwer es ist, da hochzukommen, es sei denn, du hast es selbst mal ausprobiert. Dies ist absolute Feinsarbeit und das Schlimmste ist, ein einziger Fehler genügt und du musst alles nochmal neu machen. Aber naja, wenigstens ist das Spiel nicht zu lang. Es hat nur 3 Level und du wirst zum ersten Level zurückgeschickt, nachdem du es durchgespielt hast. Spiel Nummer 22.
Spreadfire. Ich kann mich sehr gut an dieses Spiel erinnern, weil es war eines meiner meistgehassten. Yep, es ist schon wieder eines dieser unkreativen Space-Shooter. In diesem Spiel bist du ein pinker Blob mit Scherenarme. In diesem Spiel gibt es nur zwei Gegnerarten. Die einen, die sich wild umherbewegen und diejenigen, die auf dich zustürmen. Sie haben alle recht seltsame Sprites, wo ich echt keine Ahnung habe, was sie eigentlich darstellen sollen. Jedenfalls das erste, was mich anpisst, ist, dass deine Schüsse eventuell durch die Gegner hindurchgehen. Und das Schlimmste ist, das passiert ständig. Besonders in den späteren Leveln wird es echt zur Qual. Ach ja, du selber kannst dich nur nach links oder nach rechts bewegen. Also wenn ein Gegner zu dir runterkommt, gibt es absolut gar nichts, was du dagegen tun kannst. Aber das ist nicht das Schlimmste. Wollt ihr wissen, wie viele Levels dieses Spiel hat? 19. Nicht 4 Level, nicht 8 Level, 19 Level. Und vergessen wir nicht die Geschwindigkeitserhöhung in jedem Level. Ab dem 8. Level kannst du das Spiel nicht mehr ohne Save State spielen. Ab dem 14. Level wird es immer schwieriger, das Spiel mit Save State zu spielen. Und in dem Moment, wo du das 19. Level erreicht hast, bist du nun in der tiefsten Ebene der Hölle angekommen. Und seine Diener begrüßen dich mit dem größten Abfuck, den du dir je vorstellen kannst. Dieses Spiel ist definitiv eines der schlimmsten Spiele auf diesem Modul. Doch wollt ihr wissen, was wirklich unheimlich ist? Es ist noch nicht einmal das allerschlimmste Spiel auf diesem Modul. Ach ja, nachdem du 19 Level des Grauens überlebt hast, wirst du zum ersten Level zurückgeschickt. Spiel Nummer 23. Bubblegum Rosie. Oder Bubblegum Rossi. Was geht denn eigentlich die ganze Zeit mit dem Titelwechsel ab, ey? Nun, in diesem Spiel bist du ein blondes Mädchen, was mit Kaugummiblasen schießt. So rate ich mal, dass das Spiel für kleine Mädchen gedacht worden ist. Die Frage ist nur, wer ist so grausam und würde sowas ein kleinen Mädchen geben? Und hier haben wir mal wieder eine Sammlung aus seltsam ausschauenden Monstern. Einige können getötet werden, andere wiederum nicht. Bei denen, die du nicht töten kannst, musst du halt versuchen, einen Weg durchzufinden. Das erste wirklich beschissene Hindernis in diesem Spiel ist eine recht hohe Plattform, auf die du springen musst, um weiterzukommen. Doch mit der US-Kontrolle ist der Sprung nahezu unmöglich, ohne dass du gleich dein Controller aus dem Fenster schmeißt. Ihr wisst wirklich nicht, wie schwer es ist, auf diese Scheiße heraufzukommen. Und das ist auch erst der Anfang. Jedenfalls, im zweiten Level wechselt es von einer Plattform in eine Art Autofahrstage. Eigentlich ist es wie ein Space-Shooter, nur dass du nicht in der Lage bist zu schießen. Das ist alles. Ach ja, hier ist auch so das Hindernis, was am Anfang des Levels auftaucht. Ja, wirklich witzig, Freunde. Ah, fuck, ich bin schon wieder gestorben. Wow, was zum... Okay, das sieht man nicht alle Tage. Heilige Scheiße, ich frag mich ernsthaft, wie man das Spiel so verglitschen kann. Nicht mal meine Pokémon Rote Edition ist so ausgeflippt. Jedenfalls, machen wir weiter. In Level 3 musst du gegen eine gewaltige Anzahl an fliegenden Gegnern kämpfen. Hauptsächlich diese mikroskopisch kleinen Vögel und die blauen Bälle. Wenn du hier stehen bleibst und versuchst alles abzuschießen, bevor du vorangehst, wirst du hier eine Ewigkeit dran sitzen. So die beste Möglichkeit, die du hast, ist durchzurennen und zu hoffen, dass dich nichts trifft. Dies ist alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Und nachdem du dieses Spiel abgeschlossen hast, wirst du zum ersten Level zurückgeschickt. Spiel Nummer 24. Micro Mike. Nun, es war wohl eine Frage der Zeit, bis ich zu diesem Spiel zurückkomme. Anders als die anderen Spiele auf diesem Modul ist Micro Mike das einzige Spiel, was unter normalen Umständen komplett unspielbar ist. Und wenn ich das sage, dann bedeutet das schon was. Nun ja, die meisten Spiele auf diesem Modul, egal wie schrecklich sie eigentlich sind, waren zumindest spielbar. Doch dieses Spiel, wo beginne ich am besten? Das Problem mit diesem Spiel, was es mehr als nur ruiniert, ist der geradezu wahnsinnige Schwierigkeitsgrad. Hier fliegst du mit einer hohen Geschwindigkeit durch einen Hindernisparcours, wo eine massive Anzahl an Gegner erscheint. Und du musst es irgendwie schaffen, da durchzukommen. Die Wände kommen so schnell auf dich zu, dass du kaum Zeit hast, darauf zu reagieren.
Und selbst wenn du irgendwie es schaffst, die Wende zu überleben, gibt es eine große Chance, dass du durch die übertrieben hohe Gegneranzahl stirbst. Das ganze Spiel erinnert mich an die Jet-Szene aus Battletoads, wo du Wände ausweichen musst und es mehr darum ging, dass du dich daran erinnerst, was als nächstes auf dich zukommt. Doch in Battletoads gibt man dir wenigstens am Anfang noch ein bisschen Zeit, dich an die Umstände zu gewöhnen. In Micro Mike wird dir gleich am Anfang des Spiels den Mittelfinger gezeigt. Jede normale Person würde wahrscheinlich das Spiel so nach 8 Versuchen abbrechen. Einfach aus dem Grund, wie irrsinnig schwer das Spiel ist. Doch ich versuchte so weit wie möglich durch das Spiel zu kommen und es ist mir tatsächlich gelungen, zum Boss zu kommen. Und oh mein Gott, ich hätte nicht erwartet, dass es sogar noch schlimmer kommt. Hier musst du gegen einen Boss kämpfen, der sich die meiste Zeit hinter einer Wand befindet, was dafür sorgt, dass du auf ihn warten musst, bis du ihn angreifen kannst. Und dann erscheinen noch aus dem Nichts die lilanen Projektile, die auf dich zukommen. Du bist gezwungen, sie zu zerstören, bevor sie in der Lage sind, dich zu töten. Dies ist jedoch in einigen Situationen unmöglich, weil sie öftermals unter dir, über dir oder sogar hinter dir spawnen. Und du bist nur in der Lage, dich nach oben oder nach unten zu bewegen. Was bedeutet, dass du nichts dagegen tun kannst, wenn sie dir von dieser Richtung spawnen. So, selbst wenn du es irgendwie hinbekommen hast, durch das erste Level zu kommen, ohne zu sterben, wird der Bosskampf so eingerichtet, dass du ohne Safe State es nie schaffen wirst. Die anderen Level in diesem Spiel sind dasselbe. Zu schnelle Hindernisse gefolgt von extremen Gegner-Spawning, was dafür sorgt, dass du deine Entscheidungen im Leben hinterfragst. Und all das endet wie im vorherigen Level mit einem Boss mit den gleichen Regeln. Ich habe diesen Mist bis zum dritten Level ausgehalten, bevor ich dann das Spiel beendet habe und meinen Scheiß drauf gegeben habe, es vollständig durchzuspielen. Eher würde man sowieso nur im ersten Level zurückgeschickt werden, nachdem man es durchgespielt hat. Und nach meiner dritten Revision ist dieses Spiel jetzt nun das einzige Spiel auf diesem Modul, was ich nie durchgespielt habe. Und ich denke, ich belasse es auch dabei. Nun, das schlimmste Spiel haben wir schon mal hinter uns. Was aber nicht bedeutet, dass es nichts Schlimmes mehr gibt. Spiel Nummer 25. Underground. In diesem Spiel bist du ein schwarzer Junge, der aus irgendeinem Grund rosa Klamotten trägt. Wie ihr sehen könnt, kommt es ziemlich nah zu den anderen Leiterspielen auf diesem Modul. Anders als die anderen Leiterspielen ist das Ziel dieses Spiels, nicht alle Gegner auf dem Spielfeld zu töten. Stattdessen musst du das Ende des Levels erreichen, um zum nächsten Level zu kommen, was ich besser finde als das übliche Töte jeden Gegner Bullshit. Aus dem einen Grund, dass Gegner zufällig spawnen, passiert es oftmals, dass über das ganze Level keinerlei Gegner sind und dann am Ende 4 Gegner auf einem Platz sind. Das Schlimmste ist dann halt, wenn alle Gegner sich auf einen kleinen Abschnitt im Level gesammelt haben und du musst da durch. In einigen Stellen des Spiels bist du sogar in der Lage, durch Wände zu gehen. Dies ist eines der wenigen Spielfehler, die recht nützlich sein können, da an einigen Stellen die Gegner so mies platziert sind, dass es schwer wird, sie zu töten, ohne dabei selber zu sterben. Sonst gibt es eigentlich nicht viel über das Spiel zu sagen, da viele schon in den vorherigen Parts erwähnt wurde. Das Spiel hat 6 Level und schickt dich danach wieder zurück zum ersten Level. Spiel Nummer 26, Rocket Jockey. Warum überrascht mich sowas nicht? Du bist ein Cowboy, der eine Rakete reitet und andere Cowboys und viele Tiere abschießt. Wollt ihr eigentlich wissen, wie lange ich gebraucht habe, um das Spiel durchzuspielen? 1 Minute und 30 Sekunden. Dieses Spiel ist so verdammt kurz mit seinen nur 2 Leveln, dass ich in der Lage war, es in weniger als 2 Minuten durchzuspielen. Und das wird wahrscheinlich auch mein kürzestes Review aller Zeiten. Spiel Nummer 27. Non-Human. Nun, das nenne ich mal einen recht seltsamen Titel für ein Spiel. Sobald du dann das Spiel gestartet hast, fragst du dich ernsthaft, what the fuck is that? Du bist so eine Art Bauklötzchenmann, der durch eine seltsame Welt gehen muss, wo sich diese ganzen Warcraft-Org-Gesichter mit Sonnenbrillen unter dem Boden befinden. Und als Gegner hast du Gebisse, roboterartige Monster mit einem Auge und Socken, die mit Projektilen schießen. Es sieht so aus, als wollte da jemand unbedingt kreativ sein und macht dieses seltsame, chaotische Durcheinander. Wie in den meisten Plattformen hat es die Use-Kontrolle. Dies versaut in einigen Situationen die Sprünge, aber das ist nicht dein einziges Problem. In einigen Stellen des Spiels kommst du zu Wegen, die dich zu einer Sackgasse führen und dich dazu zwingen, Selbstmord zu begehen, weil du nicht in der Lage bist, über die Plattform über dir zu springen. Ein anderes Problem sind die Projektile, die von Socken abgeschossen werden. Du musst über sie springen, weil du nicht in der Lage bist, sich zu ducken. Und versuch mal in Panik mit dieser Kontrolle zu springen.
Ich kann euch sagen, es ist nicht einfach. Von all den Spielen auf diesem Modul ist dies eines der wenigen Spiele, die sich lohnt zu spielen, wenn man einen Blick auf Action für die Tour richten möchte. Einfach mal aus dem Grund, weil es geradezu chaotisch herüberkommt. Ebenso ist dieses Spiel eines der kürzesten Spiele, was die Levelanzahl betrifft. Es hat nur ein einziges Level. Und wenn du es durchgespielt hast, wirst du zurück zum Anfang gesetzt. Spiel Nummer 28. Crybaby. Nun, in diesem Spiel bist du ein gigantisches Baby, was Erwachsene mit seiner Milchflasche des Todes angreift. Ja, solch ein Spiel existiert. Das Spiel ähnelt sehr stark den anderen Leiterspielen auf diesem Modul. Nur, dass es diesmal Schränkesessel und andere Immobilien sind statt Leitern. Und dieses Mal hast du eine Nahkampfwaffe. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, welche Wohnung ist bitte so erstellt worden, dass du auf Schränke klettern musst, damit du zum nächsten Stockwerk kommst? Nun ja, das Rest ist eigentlich der übliche. Das tauchen Gegner aus dem Nichts auf und sie bleiben in manchen Situationen einfach stehen. Sonst gibt es nicht viel über dieses Spiel zu sagen. Es hat nur 5 Level und sendet dich zum ersten Level zurück, nachdem du es durchgespielt hast. Spiel Nummer 29. Slashers. In diesem Spiel bist du irgend so ein Typ, der anderen Leuten gerne die Prügel aus ihnen rausschmeißt. Und nun in einem Modul, wo fast alles äußerst seltsam ist, was du spielst, ist dieses das langweiligste, was ich bis jetzt gesehen habe. Das Spiel selbst, naja, es ist schrecklich. Hier musst du in abwechselnder Reihenfolge A und B für 10 Sekunden drücken, um die Gegner anzugreifen und zu töten. Und du musst es bei jedem Gegner machen. Da bevorzuge ich doch lieber meine andere Taktik. Nachdem ein Gegner auftaucht, gehe ich ein bisschen zurück, warte bis er näher kommt und dann laufe ich einfach um ihn herum und warte bis er dann verschwindet. Ja, in diesem Spiel kannst du alle Kämpfe ausweichen. Ein weiteres Signal, dass diese Spiele nicht richtig getestet worden sind, bevor sie veröffentlicht wurden. Möglicherweise seht ihr das jetzt als Cheaten, doch wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich dabei nicht richtig mies. Wenn ich nämlich schon zurückdenke, hat das Spiel mich auch mal oft angecheatet. Sonst gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, was ehrlich gesagt traurig ist, weil es ist eine andere Art von Spiel und so. Naja, du kriegst jedenfalls ein Game Over, wenn du es durchspielst und das war's. Spiel Nummer 30. Crazy Shuffle. Das Witzige an diesem Spiel ist, dass die Anleitung es als ein erzieherisches Zusammensetzspiel beschreibt. Doch, wenn du das Spiel dann startest, bekommst du was komplett anderes. Wow, was zur Hölle? Wo bin ich denn hier bitte? Ich bin dieses mikroskopisch kleine Ding. Ach du Scheiße, das fängt schon mal gut an. Nun, in diesem Spiel musst du eine Anzahl an Gegner töten. Also ebenfalls mikroskopisch kleine Pixel. In diesem Spiel ist es nicht klar, was dich eigentlich töten kann. Manchmal stirbst du einfach so, wenn du die Wand berührst, doch manchmal tut sich gar nichts. Ebenso tauchen Gegenstände um dich herum auf. Ich habe keine Ahnung, wofür sie gut sind oder weswegen sie überhaupt benötigt werden. In den meisten Fällen kannst du in einer Position stehen bleiben und ins Leere schießen, da die Gegner intelligent genug sind, in deine Schüsse hineinzufliegen. Und währenddessen du das alles machst, kannst du gleichzeitig den besten Soundtrack von Action 52 anhören. Was für ein Meisterstück. Nach 6 Leveln wirst du dann zum ersten Level zurückgesendet. Doch selbst nach 3-mal durchspielen habe ich immer noch nicht wirklich den Sinn des Spiels verstanden. Spiel Nummer 31. Fuss Power. In diesem Spiel bist du ein unglaublich haariger Höhlenmensch, der seine Kräfte gegen das Böse einsetzen muss. Und zwar gegen Haarpflegeprodukte. In diesem Spiel ist die einzige Möglichkeit, dich zu verteidigen, eine Art Rollattacke. Was ziemlich scheiße ist, da die Föhne Projektile abschießen können und du an den Gegner nahe genug herankommen musst, um ihn zu töten und dein Sprung nicht gerade gut ist. Und die Föhne spammen geradezu ihren Angriff, also ja, versuch mal da durchzukommen. Ach ja, wenn du getroffen wirst, verlierst du Haare. Beim ersten Treffer bist du dann gar nicht mehr so haarig und beim zweiten Treffer bist du komplett nackt. You know, for kids! Das erste Level ist einfach gesagt ein Albtraum. Jedenfalls der erste Abschnitt. Es beginnt mit vielen Steinen, Abgründen und Föhnen. Die Abgründe verschaffen den Gegner dann die Zeit, auf dich Projektile zu schießen.
Diesen Abschnitt zu meistern bedeutet sehr viel Glück. Seltsamerweise ist es, nachdem du den Teil geschafft hast, viel einfacher. Einbezogen die anderen Level. Einfach aus dem Grund, da es viele flache Flächen gibt, die die Möglichkeit geben, durchzurennen. Da du in der Lage bist, deinen Angriff auszuführen, währenddessen du dich bewegst, kannst du die meiste Zeit den A-Knopf spammen, damit du einfach alles umrennen kannst. So im Mittelteil des dritten Levels kommst du dann auf einen Berg, wo du nicht in der Lage bist, hinaufzukommen, da dein Sprung einfach viel zu klein ist. Wie zuvor, ein weiteres Signal, dass die Spielentwickler diese Spiele nicht getestet haben. Aber naja, wenigstens war die Musik angenehm. Ich meine, es ist um einiges besser als die anderen Soundtracks, die ich auf diesem Modul gehört habe. Oder nicht? Spiel Nummer 32. Shooting Gallery. Nun, wie der Name schon sagt, es ist ein Spiel, wo du Gegenstände abschießt. Was gibt's da sonst zu sagen? Nach einer Minute Gameplay stürzt dann das Spiel aus unerklärlichen Gründen ab. Ebenso, wenn du bei diesem Spiel versuchst, mit Start und Select aus diesem Spiel hinauszugehen, stürzt es ebenfalls ab. Sonst gibt es ehrlich gesagt nicht viel über das Spiel zu sagen. Ich meine, was will man über ein Spiel sagen, was abstürzt, bevor man das zweite Level erreicht hat? Spiel Nummer 33. Lollipop. In diesem Spiel bist du irgend so ein Typ, der mit einem riesigen Lollipop in einer depressiven Süßigkeitenland, was ich je gesehen habe, amok läuft. Alle Gegner in diesem Spiel haben etwas mit Süßigkeiten zu tun. Bonbons, Zuckerwatte, Kaugummikugeln auf Beine, das übliche Zeug. Und wie die meisten Plattformer auf diesem Modul hat dieses Spiel die EOS-Kontrolle. Dazu kommt noch, dass man bei den Leitern in diesem Spiel springen muss, um sie zu besteigen. Im zweiten Level bekommst du tatsächlich mal eine andere Musik. Nicht immer nur dieselbe oder ein Remix der Musik aus dem vorherigen Level, sondern tatsächlich mal eine komplett andere Musik. Ich glaube, die Welt geht unter. Oh, warte. Eigentlich ist sie ja schon längst untergegangen. In diesem Level tauchen noch Abgründe auf. Ich erwähne es, weil wie in Alfredo du in der Lage bist, in den Abgrund zu fahren, von oberen Bildschirm kommen kannst und nicht sterben kannst, solange du angreifst. Und in Level 3... Wow. Heilige Scheiße, was geht jetzt gerade mit der Musik ab? Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen unheimlich. Sobald man das dritte Level erreicht, macht sich die Musik selbstständig und scheint hier gerade seinen eigenen Ton zu kreieren. Entweder das, oder das Spiel fängt langsam an, einen Verstand zu bekommen und versucht mich mit lauten Tönen meine Ohren anzugreifen. Das Schrägste dabei ist, nachdem du das dritte Level durchgespielt hast und zum ersten Level zurückgesendet wurdest, hört der Effekt nicht auf. Im Gegenteil, es wird sogar noch heftiger. Jedenfalls, bis du das Spiel pausierst. Stoff wie sowas lässt einen schon wundern, warum es über Action 52 keine Creepypasta geschrieben wurde. Ich meine, es bietet perfektes Material. Spiel Nummer 34. Evil Empire. Oh Mann, nicht schon wieder eines von diesen Spielen, wo man eine Lupe benötigt, um das spielen zu können. Nun, wie ihr sicherlich schon sehen könnt, das ist eines dieser Leiterspielen auf diesem Modul. Und es hat auch die gleichen Fehler. Näher muss ich eigentlich gar nicht darauf eingehen. Und sonst gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen. 5 Level und nachdem man es durchgespielt hat, wird man zum ersten Level zurückgesendet. Spiel Nummer 35. Sombreros. In diesem Spiel bist du irgend so ein Typ, der ein Sombrero trägt und aus irgendeinem Grund auf den Asphalt läuft und Autos abknallt, währenddessen er Sombreros aufsammelt. Im ersten Level kannst du ganz sicher in einer Position stehen bleiben und geradeaus nach oben gehen. Nichts, aber auch gar nichts trifft dich oder kommt dir in die Nähe. Im zweiten als auch im dritten Level sind deine Gegner um einiges intelligenter. Hier laufen sie in allen Richtungen und schießen auf dich. Jedoch ändert es auch nicht wirklich viel. Das einzige, worauf du wirklich achten musst, ist, dass einige Wege zu Sackgassen führen
und dich dazu zwingen, das Spiel zu resetten. Sonst 3 Level, danach wirst du zum ersten zurückgesendet. Spiel Nummer 36. Storm Over the Desert. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem wir beide wieder gegenüberstehen werden. Wie ihr sicherlich sehen könnt, handelt es sich in diesem Spiel um den Krieg zwischen Amerika und Irak. Das Seltsame daran ist, dass dies im Nachhinein tatsächlich passiert ist. Also können wir auch gleich schon mal unsere Verschwörungstheorien starten. Oder auch nicht. In diesem Spiel bist du ein amerikanischer Panzer, der in der grünsten Wiese der ganzen Welt ist und irakische Soldaten und Panzer umbringt. Und die Panzer der Gegner sind pink. Naja, wenigstens hatten die Leute von Action Verse 2 etwas Humor an ihrer Arbeit. Ebenso tauchen auch gigantische Saddam Husseins auf. Wenn du sie berührst, dann bekommst du ein extra Leben aus irgendeinem Grund. Auch ist es geradezu unglaublich, wie viele Treffer du aushalten kannst, bevor du stirbst. Selbst wenn das Spiel eine gewisse Art von Charme hat, kann ich das Spiel aus dem Tod nicht ausstehen. Der Grund ist ganz simpel. Dieses Spiel kommt Jupiter Scope und Sharks sehr nah, indem es sich sehr stark in die Länge hinauszieht. Und das Schlimmste ist, es baut sich so ähnlich auf wie die anderen beiden Spiele. Es ist erst langsam unerträglich, doch dann, wenn du ein paar Level geschafft hast, wird es immer nerviger. Und die Spiele davor haben nur dafür gesorgt, dass du von deiner Schlaflosigkeit geheilt wirst. Dieses Spiel jedoch ist so heftig langweilig, dass du eine Woche durchschläfst, wenn du es dir reinziehst. Und das Spiel zeigt dir klar und deutlich, dass es nicht will, dass du das Spiel verlässt, da das Spiel dich einfach zu mit Extra-Leben überhäuft. Bei den letzten und darauffolgenden Versuchen habe ich es nicht mal geschafft, das Spiel durchzuspielen. Ich meine, kein normaler Mensch kann in der Lage sein, das Spiel durchzuspielen, egal wie entschlossen er eigentlich ist. Doch, mit gut platzierten Safe States, eine lange Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, und eine perfekte Cola-Whisky-Mischung war ich im Endeffekt doch in der Lage, das Spiel nach all den Jahren durchzuspielen. Und es hat mich auch nur eine Stunde und fast 30 Minuten meines Lebens gekostet. Und was passiert, wenn du das Spiel durchspielst? Es sendet dich zurück zum ersten Level. Ich muss schon sagen, ziemlich enttäuschend. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass es sich nicht lohnt, das durchzuspielen.